Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister Seehofer, wenn man wie Sie seit über 40 Jahren in der Politik ist, dann sammeln sich viele Zitate an. Ein Zitat von Ihnen gefällt mir besonders gut. In der Politik haben Sie einmal als bayerischer Ministerpräsident gesagt, in der Politik gibt es zu viele Mundwerker statt politische Handwerker. Das kann ich komplett unterschreiben. Und ich wünsche uns gemeinsam, dass Sie diesen Satz in den nächsten Jahren als Bundesinnenminister auch beherzigen. Insofern war ich dann doch etwas enttäuscht in der vergangenen Woche, als Sie als erste Amtshandlung als neuer Bundesinnenminister eine uralte Debatte wieder aufgewärmt haben, die hier schon mehrfach zur Sprache kam, nämlich ob der Islam nun inzwischen zu Deutschland gehört oder nicht. Wissen Sie, dazu kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Das haben Sie ja in den vergangenen Tagen auch mit der Kanzlerin in aller Öffentlichkeit demonstriert. Aber ich will Ihnen eins doch heute deutlich dazu sagen. Wir hatten in den letzten Wochen 2 Dutzend Anschläge auf Moscheen in unserem Land. Und wer vor diesem Hintergrund seine Amtszeit ausgerechnet mit dem Satz beginnt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, der muss sich schon die Frage gefallen lassen, ob er eigentlich die richtigen Worte zur richtigen Zeit findet und über das notwendige Fingerspitzengefühl verfügt. Sie, Herr Bundesinnenminister, sind eben jetzt für den inneren Frieden in unserem Land verantwortlich, und wir Sozialdemokraten werden Sie in den nächsten Jahren daran messen, ob Sie diesen inneren Frieden fördern oder ob Sie ihn beschädigen. Auf Sie wartet jetzt eine Menge Arbeit, Herr Seehofer. Nehmen wir mal nur den Bereich der inneren Sicherheit. Da geht es ja nicht nur um Terror- und Hackerangriffe. Es geht vor allen Dingen auch, und das habe ich bei Ihrer Rede vermisst, um die Bekämpfung der Alterskriminalität beispielsweise. Wir haben jedes Jahr in Deutschland 150.000 Wohnungseinbrüche. Und das sind ja nicht nur 150.000 Versicherungsfälle, sondern das sind 150.000 betroffene Familien in Angst und in Sorge, beraubt, in ihrem Urvertrauen in den eigenen 4 Wänden sicher zu sein. Nur Wohnungseinbrüche und Kriminalität sind kein Wetterphänomen und kein Naturschauspiel. Da kann man tatsächlich etwas tun. Und deshalb haben wir ja auch als Koalition in der vergangenen Legislaturperiode, in dieser Legislaturperiode, insgesamt 15.000 zusätzliche Stellen bei den Polizei- und Sicherheitsbehörden geschaffen und sind dabei. Und jetzt liegt es an Ihnen, Herr Seehofer, aus diesen vielen zusätzlichen Stellen auch reale Polizisten auf den Straßen zu machen, und zwar nicht nur am Münchner Flughafen, nicht nur an der bayerischen Landesgrenze, sondern überall in Deutschland, von Görlitz bis nach Hanau. Dieser Rechtsstaat muss Rückgrat zeigen gegen Kriminelle, und zwar überall in Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ihnen sicherlich nicht ganz unbekannte Fernsehkoch Tim Melzer hat, was wohl, ein Kochbuch geschrieben, und zwar mit dem einfachen und sehr einprägsamen Titel Heimat. Melzers Kommentar dazu: Für mich ist Heimat überall, wo man sich zu Hause fühlt, im Fußballstadion, bei der Familie, am Meer, wie in den Bergen, beim Camping, zu Land und zu Wasser. Recht hat er, der Tim Melzer, und ich sage, wer den Begriff Heimat jetzt für ein Bundesministerium reklamieren will, der sollte sich sehr genau überlegen, wie er diesen Begriff ausfüllt. Nein, es kann nicht darum gehen, dass aus Deutschland ein Heimatmuseum wird, so wie Ihr Versprecher in der vergangenen Woche nahelegt. Und es kann ja auch nicht sein, Herr Seehofer, dass Sie jetzt als Minister diesen Begriff quasi vordefinieren und dann durch Ihr Ministerium verwalten lassen. Heimat ist Vielfalt, die an der nächsten Ecke beginnt, schreibt Melzer im Vorwort zu seinem Buch. Und diese großartige Vielfalt in unserem Land, von der Ostsee bis zu den Alpen, zu bewahren und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die vielen unterschiedlichen ländlichen Regionen auch für viele Menschen in Zukunft Heimat bleiben, durch eine gute medizinische Versorgung, durch Kindergärten, durch Schulen, durch Busse, durch Feuerwehren und vieles andere mehr. Das ist jetzt die große Aufgabe, die vor uns, aber vor allen Dingen auch vor Ihnen liegt, lieber Herr Seehofer, damit Menschen gerade im ländlichen Raum sich nicht abgehängt fühlen und dann den Falschen hinterherlaufen. Der beste Schutz vor Radikalismus ist die Lösung von Problemen. Wer hat es gesagt? Der neue Bundesinnen-, Bau- und Heimatminister. Und an diesen Worten werden wir Sie messen, lieber Herr Seehofer.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Armin Schuster, CDU-CSU-Fraktion.